Moin Moin, willkommen zurück zu einer weiteren Runde von Legion TD2 4 gegen 4 Modus. Ich bleibe einfach beim Champion. Welcome to Nova. Ich guck mal, ob der Wurstkopf Bock auf Duo Lane hat. Das wäre interessant. Das könnte ich mitnehmen. Okay, er will nicht. Gut. Dann Sakura Blume. Anderen machen Duo. Aber die Wurst hat keine Lust. Dann eben nicht. Ich muss mal mit jemandem Duo zocken. Wäre doch gerade geil, wenn man jetzt zum Beispiel beide die Wüstenpilger hat und irgendwas Fettes da vorne hinstellt. Dann ist er noch größer. Ja, was die zusammen zocken, war ja irgendwie von vornherein schon klar vom Namen her. Oh. Ich habe keine billigen Einheiten, ne? Ich werde mal ihn mit reinnehmen. Kanone ist schon fett. Ich könnte den Gargoyle mitnehmen. Dann müsste ich aber sie rausmachen. Hätte ich sehr viel magischen Schaden. Ja, komm. Echsenarmee. Ich werde hier einfach einen Gargoyle hinpacken. Werde ich dann den Ochsen da reinstellen. Der dann noch ein bisschen bufft. Beziehungsweise kann ich ja vorne den großen Gargoyle hinpacken und den Green Devil riesengroß machen. Das geht auch. Auf wen schicke ich eigentlich hier? Die Katzen. Da wäre es nicht schlecht, was zu schicken jetzt die Runde. Ah, da hat nur die Schnecke rausgehauen. Kacke. Ja, dann wird wahrscheinlich auch eine Schnecke reinschicken. Zwei Stück. Blöde Wurst, will die Stube spielen.
Ja, die Katze schon voll verbessert. Okay, die hält sich natürlich jetzt die ganze Zeit hoch. Ich hab schon volles Mana. Mal sehen, ob er was mit magischen Schaden hinstellt. So, jetzt werde ich hier vorne noch einen hinpacken. Und der wird dann riesengroß. Ja, die Katze wurde nicht gefokust. Doch. Ist fast tot. Aber es reicht nicht. Vielleicht kriege ich eine Brute zusammen. Ja, geht lange genug, sehr gut. Dann geht die Kämpfe auch ein bisschen länger, weil die länger brauchen, um anzukommen. Und dann ist natürlich mehr an Masse da ist. Kann ich nicht aufwerten. Dann werde ich einfach nur einen Wüstenpilger hinpacken. Hier sind die Ecke. Das reicht. Ein bisschen Healing mit oben drauf. Na, schauen wir mal. Ja, wurde gut weggetankt, sehr gut. Ah, hat einen Metzger geholt. Metzger weg. Ja, ich komme durch, sehr gut. Sehr gut. Dann kann ich ihn ja schon mal aufwerten. Wie gesagt, stelle ich dann in der Mitte einfach noch einen Ochsen rein, der dann seinen Buff noch verteilt und dann wird er sogar noch fetter. Macht viele Bazookas. Ja, der Metzger sorgt dafür, dass sie sich gut hochheilen. Hier ist auch einer. Und eine Gatling Gun. Holy shit. Muss man da überhaupt holen? Gar nicht gesehen. Keine Ahnung, eine Kanonenschützin. Macht vielleicht Sinn. Gucken wir einfach mal. Schieß noch ein paar Schnecken rein dann. Eine geht noch. Eine Schnecke geht noch.
Was geht hier ab? Nix. Okay, der Dino ist schnell down. Katze schon mal tot. Noch ein Krieger ist weg. Metzger weg. Ja, das ist sehr gut. Den schön unten halten. Ignoriert das Geräusch, ist die Katze. Die spielt gerade. So. Kann ich ihn schon mal reinpacken? Sakura Blume wird immer schön viel größer. So will ich das haben. Dann mache ich ihn noch ordentlich groß. So könnte ich das so ein bisschen ablenken. Dass sich das ein bisschen mehr verteilt. Zumindest fürs Erste. Sachen mit rein. Hat den Ochsen geholt. Ochsen und Metzger. Jetzt kann ich hier noch so einen Piraten hinstellen. Ich stelle noch einen Heiler hin. Und dann sollte ich eigentlich ganz gut klarkommen in nächster Runde. Wobei ich viel magischen Schaden habe. Und wenig anderen. Schauen wir mal. Let's go, boys. Hau ich mal ein Blut mit rein. Oh, das ist ganz unten. Das gefällt mir. Okay, die Dinos bringen nichts. Die sind sofort weg durch meinen magischen Schaden. Halten halt kurz auf. Oh, ich hoffe, ich schaff's. Ich will nicht, dass meine Blume abkackt. Nö. Komm schon, komm schon, komm schon. Ah. Abgekackt. Ich habe zwar gehalten, aber... Ja. Na gut. Okay, die sprechen sich anscheinend mit den Pinks so ein bisschen ab. Stich bringt mir hier nichts, ne? Nee. Ich brauche Aufprall und Magie. Als Wellen. King ist schon komplett aufgewertet. Ich habe 28 Worker. Bin ganz oben, bin gut dabei. Magieschaden habe ich sowieso genug für nächste Welle. Für nächste Welle mit dem Stachelschwein. Ist gar kein Problem. Alles entspannt. Wie sieht's hier drüben aus? Fürst des Todes. Also nichts Kleines mehr schicken, sowieso nicht wegen der Katze, aber dann erst recht nicht.
journeys have no end. Hm. Okay, offenbar wollen die hier die Ochsen hinpacken. Und die dann zu verbessern. Hier so ein bisschen Mana-Regeneration. Und hinten ist schon mal eine Kanone da. Oh, ich bin ganz oben. So, nächste Wave ist meine. Jetzt muss ich noch ein bisschen Magieschaden mit reinpacken. Um den Ochsen zu killen. Den werde ich jetzt auf. Und dann kann ich ihn noch verbessern. Brauche ich 85. Muss ich 5 Lithium kriegen. Das bringt aber nichts. Wenn ich da nur eins im Teil stehen habe für die 85 Piepen, kann ich woanders besser gebrauchen. Schick mal noch einen Drachen mit. Drachen sind dabei. Ich habe den Ochsen auch aufgewertet. Back wieder down. Ist der Ochse weg. Und jetzt gehält ganz schön dagegen. Hier sieht's gut aus. Sehr schön. So wollte ich das auch sehen. Jetzt können wir eine dicke Kanone noch hinbauen. Wahrscheinlich packe ich die hier rechts hin. Mission abgeschlossen, Weltenzerstörer bauen. Magieschaden ist auf jeden Fall genug da. Magiewaves sind, glaube ich, sogar besser. Weil ich hier 5% mehr Schaden kriege von Magiewaves, die mit der verstärkten Verteidigung. 420. Fürsten des Todes halten natürlich da ein bisschen dagegen dann. Aber auch nicht viel. Ich könnte sogar noch durchkommen. Jetzt muss ich Frontline hinstellen. Damit die wegballern. Sehr gut. Die haben auch geblockt. Ich halte ihn schön weit unten. So soll ich auf jeden Fall safe sein. Ach du Scheiße. Verkaufen. Jetzt. Jetzt habe ich es richtig. Ich glaube, ich hatte den schon aufgewertet, ne? Ja. Da hat das kleine Teil hier mehr Lebenspunkte gekriegt.
Ist natürlich ungünstig. Gut, dass ich das jetzt noch gesehen habe. Alter. Auch übelst viele Dinos reingekommen. Ah, soll ich aber halten. War kein Ding. Ja. Hard ist zu stark mit den Drachen. So, ich glaube. Also, wie viel Geld habe ich bitte? Ob ich das alles abgewehrt habe. Holy shit. Da habe ich ja gar nicht drauf geguckt. Ja gut, dann werden jetzt halt Worker geholt. Ohne Ende. Ja, das wehre ich noch ab. Gar kein Problem. Ja, mit den Aufprall-Waves kommt man noch nicht so klar. Da hat er zu tun. Gerade jetzt. Oh, die haben verkackt. Muss ich auch meine Blume bangen? Nö, eigentlich nicht. Hier noch ein paar von den Kanonen setzen. Dann sollte ich gut dabei sein. Let's go. Let's go. Kornverteidigung ist gut gegen seine Hardisse und Fürsten des Todes. Okay, es ist ein bisschen nervig, aber die müssen sich verständigen. Oh, 1320. Das ist schon fett. Ich glaube, das könnte schwierig werden. Wobei, die Kanonen sind gut dabei. Blume ist zwar down, aber trotzdem alles geblockt. Bin ich durch? Ja. Ich kann schon wieder übelst die Worker holen. Ich habe schon übelst viele Worker. Bin ganz oben, Platz 1, ja. Knapp hinter dem Roten. So, dann schicke ich noch ein bisschen Power mit hinterher. Schicke
mittlerweile auch 1180 und 1344 geschickt. Jetzt werden wir noch ein bisschen aufbauen. Okay, Blume lebt noch, sehr gut. Ach du Scheiße, hab ich viele Worker. Wir sammeln jetzt. Ich habe 1000 Einheiten mehr als gebraucht wird, also vom Einheitenwert. Ist schon wieder verbuggt, wird dir das schon angezeigt, obwohl eigentlich diese Teile dran sind. Wie heißen die? Düsterkröten. Ich habe so viel, ich könnte eigentlich noch ein paar holen tatsächlich. Ich bin so weit oben, da kann ich noch ein bisschen aufbauen. Den kann ich erstmal upgraden. So, mehr Kanonen. Wir haben aber alle übelst viele Worker. Ah, der Rote ist über mir. Schickt hier drüben. Auf die Dual Lane. Okay. Also ich weiß nicht, ob wir jetzt schon schicken sollten. Ah, ich glaube, eine Runde schaffen wir noch. Ich baue jetzt einfach noch Worker, dass ich 200 habe. Einfach nur fürs Gefühl. Worker, ey. Ich glaube, das habe ich noch nie erreicht. Er hat 300 Piepen mehr als ich. Holy shit. Okay, das war's. Oh, es leckt wie Scheiße. Das schaffen. Aber sieht gar nicht schlecht aus. Das schaffen wir. Das schaffen wir. So, hier habe ich Maximum rausgeholt, da auch. Wir könnten noch
Tischler reinsetzen. Oh, komm schon. Nein! Nein! Defeat. So knapp. Kacke. Ah, 200 Worker. Auch 174 gehabt. Na gut. Das war eine weitere Runde von Legion. 4 gegen 4. Ja, schaut gerne bei den anderen Videos vorbei. Lasst ein Abo da, ja, wenn ihr mehr Legion sehen wollt. Ihr guckt es doch sowieso. Ja, bis dahin. Ich wünsche euch einen spannenden Tag. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao.